Ja moin, heute machen wir uns einen Mikrofonständer aus CD-Hüllen. Recycelt, tausendfüßlermäßig, cool. Ja, da dies ein größeres Projekt ist, brauchen wir auch dieses Mal ein paar Geschichten, also ein paar Gegenstände, wie zum Beispiel hier unsere Schutzmaßnahmen in Form von einer Schutzbrille, Sicherheitshandschuhen und hier so ein Mundschutz. Da kommt in den nächsten Tagen für mich noch so ein Lackiermundschutz mit so Aktivkohlepräparaten vorne dran. Falls ich die dann also irgendwann trage, wundert euch nicht. Wir brauchen Rohstoff, und zwar Polystyrol. Durchsichtig zu finden, natürlich meistens in so CD-Hüllen, die wurden mir dann irgendwie gespendet, ganz viele von sehr netten Leuten. Hier, es geht aber auch so ein Eierhalter aus dem Kühlschrank oder allgemein das Plastik aus dem Kühlschrank, aber auch eher eben diese Kassettenhülle. Kassetten würden tatsächlich selber auch gehen, beziehungsweise das Plastik von Kassetten, die müsste man dann eben so aufbrechen und so oder aufschrauben. Genau, dann brauchen wir irgendwas zum Zerkleinern. Also wenn es jetzt zwei oder drei von diesen CD-Hüllen wären, würde ich es mit der Hand machen. Hier allerdings bei so einem größeren Projekt, wo wir viel Plastik brauchen, nehme ich eine sehr rabiate Methode. Und zwar legen wir uns hier so ein Handtuch auf den Fußboden, um den zu schützen. Tun unsere CD-Hüllen hier so in diese Jute-Tüte, also eine Jute-Tüte rein. Und dann legen wir hier so ein Holzding da oben drauf und dann wird gestampft. Dann machen wir also etwas rabiatere Methode. Die lohnt sich aber auch. So, dann brauchen wir Formen. Und zwar für Beinchen, habe ich mir überlegt. Schneiden wir uns hier aus diesem alten Blechzeug hier irgendwie Formen zurecht. Dazu benötigen wir auf jeden Fall auch hier diese alte DDR-Schere und Alufolie. Das wären die Beinchen. Für den Körper könnte man theoretisch hier zum Beispiel so einen Keramik-Eierbecher nehmen oder auch eine Silikonform, die man dann irgendwie in den Backofen tun kann. Wir können auch so eine Muffin-Form nehmen. Ich habe mich allerdings entschieden für diese Suppenkellen. Das sind vier gleiche Suppenkellenkörper. Die sind irgendwie so ründlich, länglich. Das ist für so einen Tausendfüßler, glaube ich, cool. Ist ein bisschen groß, aber mein Gott, das soll ja auch ein Mikrofonständer werden und kein kleines Dekoration. Für den Stand unten nehmen wir dann hier so eine große Schale. Die ist auch irgendwie aus Aluminium oder Metall, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall beides gut zu verwenden für so einen Ofen. Genau. Gut, dann brauchen wir hier noch so ein Schleifpapier für spätere Prozesse. Dann brauchen wir Draht zum flexibel machen der einzelnen Partien. Dazu nutze ich hier diese Büroklammern, diese riesigen, allerdings auch nur die silbernen, die goldenen. Das würde hinterher zu sehr auffallen, glaube ich. Es wäre auch gut, wenn wir kleine Büroklammern haben. Die könnte man sozusagen um den großen drum biegen, damit er noch mehr an Stabilität gewinnt. Wir brauchen dafür auf jeden Fall Zange. Jo. Dann hinterher, um die einzelnen Glieder zu verbinden, könnten wir natürlich auch mit einer Heißluftpistole oder Hitze arbeiten. Ich bin aber so faul, wie ich mich kenne, dass ich dann hinterher höchstwahrscheinlich auf Aktivator und Sekundenkleber zurückgreife. Aktivator ist ein Zeug, das sprüht man auf Sekundenkleber drauf und der wird dann ad hoc hart, also direkt hart. Ist ein praktisches Zeug. Und dadurch, dass eben Polystyrol artverwandt ist mit dem Acryl aus Sekundenkleber, hält das Ganze auch ziemlich gut. Das ist praktisch eine sehr artverwandte Einheitsmasse, könnte man jetzt so pauschal sagen. Wir brauchen so ein paar Werkzeuge. Hier auf jeden Fall so eine Heißluftpistole. Irgendwas zum Bohren wäre super. Hier nehme ich auf jeden Fall den Dremel dann dafür. Das ist so ein bisschen feiner zum Arbeiten. Wir brauchen ganz, ganz eventuell eine Mini-Heißluftpistole, aber höchstwahrscheinlich nicht. Und dann benötigen wir noch einen Ofen, der vorzugsweise zweckentfremdet wird und am besten nicht mehr für Lebensmittel benutzt wird im Anschluss. Genau, das ist dann sozusagen ein Plastikofen. Kann man sich ja bei eBay dann irgendwie bestellen oder so. Und ja. Sollten wir dann diesen Vorgang starten mit dem Ofen, kann ich nur empfehlen, sich aus diesem Zimmer zu entfernen, bis der Geruch vollständig hinterher aus dem Zimmer entfleucht ist. Es stinkt nach Plastik natürlich. Wir versuchen die Gradzahl so zu setzen, dass es nicht allzu übel wird. Aber ich kann um eurer Gesundheit willen nur empfehlen, dann diesen Raum, wenn überhaupt, nur mit
dieser Lackierermaske zu betreten, beziehungsweise mit angehaltener Luft und einer, hier, ne, wie man sie kennt aus Corona-Zeiten-Maske. Würde auch gehen. Okay, ja, los geht's jetzt damit, dass wir uns auf jeden Fall erstmal einiges an Material kleinstampfen und das wird witzig. Dann lasst euch nicht lumpen, eine ordentliche Handvoll an hier CD-Cases in die Tüte rein, ein bisschen umwickeln, umbinden, ab auf das Holzteil, das andere Holzteil drauf und Truppe damit. Das Paket hin und wieder mal umdrehen und weiter wird gesprungen. Kann man noch durchaus so 4 bis 5 Minuten machen, bis es kaum noch knackt. Wunderbar. Unsere reife Ernte können wir jetzt aufteilen in 3 verschiedene Größen. Das macht es hinterher leichter für die verschiedenen Zonen, die wir machen wollen. Und beginnen können wir jetzt eigentlich mit den groben Teilen und dem Stand. Den machen wir jetzt mal zuerst. Cool. Jo, dann haut mal ordentlich Zeug hier in diese Schüssel rein und vertut euch nicht, da geht nochmal einiges von sozusagen nach unten. Das kann durchaus, das darf durchaus überstehen. Also nehmt ordentlich Zeug. Der Stand soll auch ein bisschen an Gewicht hinterher verleihen und so, deswegen einfach mal reinbuttern. Jo, anschließend für 50 Minuten bei 200 Grad backen und wie gesagt, verlasst das Zimmer so mindestens für 1-2 Stunden, selbst nachdem es fertig ist, um eure Gesundheit zu schonen. Genau, hier in den Ofen habe ich nochmal so ein bisschen Alufolie ausgelegt, um die Wärme, die von unten kommt, ein bisschen besser zu verteilen. Denn es kann passieren, dass das Plastik vergilbt, sollte es zu viel Grad oder zu lange sozusagen drin sein. Das wollen wir nicht, wir wollen es schön durchsichtig und klar haben, wie Wasser. Das Ganze wird etwas unschön, sollte man es komplett abkühlen lassen und wieder erhitzen. Deswegen sollte man zwischendurch dann schon mal irgendwie gucken gehen und ich sag mal, wenn man merkt, es ist nicht schön, gibt man dem Ganzen noch ein bisschen mehr Zeit oder haut eben noch ein bisschen Zeug rein, während es noch heiß ist. Dafür ist eine solche Atemmaske hinter natürlich Gold wert. Oder ein langer Atem, den man anhalten kann. In Ordnung. Gut, während das Ganze jetzt am Backen ist, können wir schon mal anfangen, unsere hier Blechdinger irgendwie klein zu schneiden, um daraus gerechte Formen zu machen für die Beinchen hinterher. Das werden einige und ja, insgesamt ist das Ganze auch tatsächlich nur, was den Rohstoff angeht, wirklich Recycling. Es wird schon so viel Energie benötigen, dass man tatsächlich irgendwie nicht mehr so ganz von Recycling sprechen kann zum Schluss, sondern höchstens von plus minus null. Ist aber nicht so schlimm, ich werde euch irgendwann nochmal so ein paar Methoden zeigen, wie man so solche Arbeiten mit Hitze eben tatsächlich auch hinterher mit ja, Teelichtern machen kann, mit 3, 4, 5 Stück. Das Ganze tatsächlich dann zum Recycling auch wird. Zum ja, apokalypse-sicheren Recycling könnte man fast sagen. Denn Kerzen benötigen keinen Strom. Okay, aus dem Blech schneiden wir uns jetzt ungefähr 8 bis 10 gleich lange und gleich große Rechtecke zusammen, die wir hinterher zusammenbiegen für die Beinchen. Und ja, dabei ist darauf zu achten, dass wir auf jeden Fall Klebesachen, irgendwie wie Aufdrucke oder Preisschilder oder ähnliches entfernen. Der Lack von zum Beispiel hier dieser Keksdose ist gar kein Problem, das kann mit in den Backofen. Aber wie gesagt, alles was Kleber ist, mit Kleberentferner oder eben Öl oder einfach Seifenwasser wegmachen bitte. Dann können wir uns die Kanten so ein bisschen rund schneiden, biegen das Blech so vorne ein bisschen dicker, hinten ein bisschen dünner zurecht, eben wie so ein Fühler. Ja, und dann sichern wir die Enden mit der Aluminiumfolie, die packen wir da so halbwegs geschickt drumherum. Einfach auch nur, damit das Plastik nicht ausläuft. Jo, dann bedienen wir uns jetzt an unserem Kleinstteilreservoir und befüllen damit praktisch die Füßlerform. Also ich will pro Segment, pro Körpersegment, will ich hinterher auf jeder Seite 2 Füßler haben. Das heißt, wir brauchen eine ganze Menge davon. Also ne, wenn ihr das vielleicht anders konzipieren wollt, braucht ihr nicht so viele, aber ich mach's halt so. Ist auch, glaube ich, ganz cool hinterher oben fürs Mikrofon, wenn da mehr Füßchen sind. Okay, dann Mantau. Um mit einem Backvorgang möglichst viele dieser Füßchen herstellen zu können, nutzen wir eine Auflaufform, die wir nicht mehr benötigen und stellen die Form ja, möglichst schön aneinandergereiht dort rein. Da wir nun nicht mehr so viel vorbereiten können, kümmern wir uns doch erstmal um unseren Stand, der sich noch immer im Backofen befindet. Das Abkühlen dieser Plastikgegenstände macht sich meistens dadurch bemerkbar, dass es ungefähr so knackt wie Opa Willi, wenn er aufsteht. Allerdings ist das dann der Zustand, in dem wir unsere Plastiksachen meistens relativ gut aus den ja, Formen rauskloppen können. Das mutwillige und brutale Abschlagen des überflüssigen Randes dient der weiteren Herstellung. Zu diesem Zweck darf man auch durchaus einmal die Zange benutzen. Dann mal rein mit unseren Füßchen bei 200 Grad für 50 Minuten, denn wir wollen ja keine Zeit verlieren.
Ja, das hier ist der Rohstand. Der ist allerdings noch sehr trüb, wegen den Unebenheiten in der Form selbst. Ja, den werden wir jetzt noch ein bisschen glatt föhnen. Dann dadurch, dass die Oberfläche schmilzt, wird sie ebener. Genau, das geht jetzt ziemlich lang. Das sind so 10 Minuten, die ich hier föhne. Die presse ich aber zusammen in ein paar Sekunden. Und mit ungefähr 600 Gramm Weitergeburt haben wir hier unseren fertigen Stand. Und dann irgendwann haben wir auch unsere ersten Füßchen fertig. Die holen wir uns aus dem Form raus und ja, sammeln erstmal. Davon müssen wir nämlich auch einige machen. Womöglich mache ich auch nur 2 Paare pro Segment, also links und rechts ein Beinchen. Ich denke mal, bei der Dicke, die hier rausgekommen ist, könnte das ganz gut hinhauen. 1000 Abfluchtgänge später. Nach dem monotonen und nahezu stupiden Herstellen einiger vieler dieser Füßchen kümmern wir uns nun um die Körpersegmente. Hierzu befüllen wir die Suppenkehlenkörper mit kleineren Teilen der zerschrotenen CD-Hüllen und begeben diese, wie auch schon vorhin, bei 50 Grad und 200 Minuten, nein, 200 Grad und 50 Minuten in den Backofen. Dann wollen wir doch mal schauen, ob die Kekse was geworden sind. Das sind jetzt hier die ersten Hälften unserer Körpersegmente. Meine Idee ist jetzt die, um die Segmente zu vervollständigen, lassen wir die jetzt hier nochmal abkühlen, tun so beiseite, machen noch eine Portion und so ungefähr 5 bis 10 Minuten, bevor die fertig ist, bevor es dann klingelt und der Ofen nicht mehr will, legen wir praktisch die schon fertigen Hälften obendrauf und lassen die noch so ganz kurz mit einschmelzen. Das ist der Plan. Hierfür ist es übrigens gut, dass mittlerweile die Lackierermasken angekommen sind, denn damit werde ich zum Daywalker. Das bedeutet, ich kann meine Plastikarbeiten schmelzen und währenddessen daran arbeiten. Juhu! Und genau das machen wir jetzt. Während diese zweite Fuhre hier noch nicht ganz abgekühlt ist, ziehen wir uns gute Handschuhe an, nehmen uns eine Zange und holen die da praktisch vorsichtig raus, die Suppenkellenteile. Ja, und legen eine dieser schon kälter gewordenen Hälften da drauf, quetschen das ein bisschen fest, tun das Ganze hinterher wieder rein und lassen das Ganze noch 10, 8, 5 Minuten weiter burnen. Jo, das sind jetzt hier unsere fertigen Segmente. Die gefallen mir wohl schon ganz gut. Bei denen können wir jetzt die Überschüsse an den Seiten irgendwie wegschleifen, wegfallen. Und anschließend können wir die auch noch mal ein bisschen glänzend füllen mit dem Heißluftföhn. Hierbei muss ich euch warnen, es kann sein, dass es zu großem Geknacke kommt, da es ursprünglich einmal 2 Teile waren und man nicht genau weiß, wie gut sie sich im Backofen noch zusammengeschweißt haben. Hier haben wir dann ein fertiges Segment. Sieht eigentlich schon mal ganz gut aus, würde ich mal insgesamt behaupten. Wenn man jetzt hier so ein Beinchen dran hält, ich glaube, das wird ganz gut und ich nehme mal an, das ist in Ordnung, dass wir jetzt nur ein Beinchen pro Segment nehmen, beziehungsweise pro Seite. Darüber nachdenken, wie viel Arbeit dieses eine Segment gemacht hat, durfte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, denn es mussten noch viele mehr entstehen und ich glaube, hätte ich mir darüber Gedanken gemacht, hätte ich nicht zu viele hergestellt. Legen wir nun ein extremes Augenmerk auf die Extremitäten dieses Füßlers. Auch hier ist es von Nutzen, die Überschüsse an den Seiten zu entfernen. Das können wir wieder mit der Zange und anschließend mit dem Schleifpapier machen. Alles, was dadurch trüb und sehr nicht schön aussieht, können wir mit dem Heißluftföhn hinterher korrigieren, natürlich. Da wir eh mit dem Heißluftföhn arbeiten, dachte ich mir, können wir die Energie auch gleich nutzen, um die Beinchen zu trennen. Dafür föhnen wir sie in der Mitte letzten Endes ein kleines bisschen länger, sodass sie weich genug werden, damit wir irgendetwas Klingenartiges durch sie durchjagen können. Und das Durchtrennen dieser ist nach dem Abkühlen gar kein Problem mehr. Kommen wir jetzt zu den Gelenken. Die bestehen aus Büroklammern. Bei den Segmenten, wo ich jeweils 2 von drin haben will, um die zu verbinden, habe ich mir überlegt, eine dicke zu nehmen und eine dünne Büroklammer im Prinzip darum rumzurollen. Das sorgt für zusätzliche Stabilität und beugt eben einem Zerbrechen der Büroklammern vor. Die Gelenke der Füßler werden nachher genauso hergestellt, allerdings benutze ich hierfür 2 kleine Büroklammern, also eine gerade und eine wirklich irgendwie drumrum oder so in der Art. Also hier diese Dicke dabei wäre zu krass.
Die Füßler werden wir jetzt auch weiter vorbereiten, indem wir die durchtrennten Teile mit Löcher für die Gelenke versehen. Das machen wir mit einem möglichst dünnen Bohraufsatz und einem Dr. Emel bzw. einem Dremel. Und ich bestehe auf zumindest einen dicken Handschuh in der linken Hand bzw. der Hand, wo ihr das Plastikteil festhaltet, falls ihr mit dem Dremel abrutscht. Bitte. Und wir bohren in die ersten Glieder jeweils zwei Löcher, also beziehungsweise in beide Enden ein Loch und an die Fußspitzen oder Füßlerspitzen jeweils nur eins zum Verbinden an das erste Glied. Beim Bohren werdet ihr merken, dass sich das Plastik im Prinzip nur bohren lässt, da es so heiß wird, dass durch die Bohrrillen das Plastik nach hinten gedrückt wird, könnte man eigentlich so sagen. Im Prinzip wird aber auch der Bohraufsatz dadurch besudelt durch das Plastik, welches wir ab und zu eigentlich am liebsten oder am besten nach jedem Male von dem Bohraufsatz entfernt wird mit einer Zange. Je schneller ihr da seid, desto besser bekommt ihr das Plastik noch ab. Gebohrt wird streng nach Augenmaß, ich peile aber so eine Tiefe zwischen 4 bis 6 mm an. Kommen wir nun zu den ersten Sekundenkleberarbeiten. Hierfür ist es auf jeden Fall ratsam, sich irgendwie das Plastik einer Plastiktüte, Plastikmülltüte auf den Tisch zu legen. Denn das Plastik dieser Tüte sondert Sekundenkleber, wenn er ausgehärtet ist, im Prinzip von sich, was ein sauberes Arbeiten ermöglicht. Dann probieren wir uns ein bisschen aus mit dem Draht, wie tief der dann so insgesamt reingeht und wie viel übrig bleiben muss und wie viel noch in dieses andere Stück muss etc. Ja, und wenn wir uns halbwegs sicher sind, können wir das Ganze dann mit Sekundenkleber benetzen, ein bisschen wackeln, damit das auch reinträufelt in das Loch. Dann können wir unseren Aktivator anwenden. Das ist jetzt soweit ausgehärtet. Das ist das dickere Ende vom ersten Glied. Das geht zum Körper hin, das heißt, hier lasse ich noch ein bisschen längeren Draht dran, einfach nur zur Sicherheit. Ja, und dann unten schneide ich es auch schon mal so dann irgendwann zurecht, dass ich praktisch das Endglied dran machen kann. Das machen wir natürlich mit der gleichen Technik. Und das Gesamtprozedere machen wir dann natürlich so oft, bis wir ungefähr so viele dieser Beinchen haben. Ich wiege die Segmente einmal durch, denn die schwersten sollen nach unten, um für mehr Stand zu sorgen. Dann bohre ich mir jetzt in jedes Segment zunächst erstmal die Löcher links und rechts für die Füßchen. Das mache ich so jetzt erstmal nach Augenmaß. Für die Löcher der Segmente, welche jeweils zwei sein sollen, habe ich mir überlegt, dass ich die in eine Zange klemme und dann sozusagen die Zangenbreite als Markierung benutze. Die Markierung setze ich dann mit einem Edding, den ich mit Ethanol wieder lösen kann hinterher. Mit einem dickeren Bohraufsatz als den wir zuvor benutzt haben, bohren wir uns jetzt sozusagen unsere Segment-zu-Segment-Löcher. Jeweils, wie gesagt, zwei nebeneinander, die Zangenabmessung haben wir ja genommen. Zumindest unser erstes Segment wollen wir fest mit dem Stand verankern. Dazu müssen wir beide heiß füllen, wobei wir mit dem Stand anfangen werden, denn der ist halt wesentlich dicker. Den machen wir erstmal ein bisschen weich, bis wir dann irgendwann das erste Segment mit in die Hand nehmen können und zusehen, möglichst beides in einen Strahl zu bekommen, damit beides gleich heiß ist, wenn wir es sozusagen morphen. Hat beides eine leicht glänzende Hitze erreicht, können wir mit leichtem Druck beide ineinander pressen. So sieht halt Ganze dann aus, ist gekauft. Dann machen wir auf dieselbe Art und Weise wie zuvor schon den ersten Füßler fest hier. Das können wir jetzt noch mit flüssigem Sekundenkleber machen, weil das Ganze noch relativ leicht zu handeln ist. Allerdings bei schweren und größeren Gegenständen hinterher werden wahrscheinlich Gel nehmen, Sekundenkleber-Gel. Das ist beides relativ günstig zu bekommen. Da sollen wir auch nicht geizen, da können wir ruhig noch eine zweite oder dritte Schicht Sekundenkleber raufklatschen. Hauptsache das Ding ist hinterher irgendwie fest. Auf die gleiche Art und Weise kümmern wir uns dann um die Verbindung der einzelnen Segmente und im Prinzip arbeiten wir uns hinterher so hoch und je höher das wird, desto friemeliger wird es damit zu arbeiten, deswegen, wie gesagt, Sekundenkleber-Gel ist hinterher der Ersatz für den flüssigen Sekundenkleber und da fahren wir dann ganz gut mit, würde ich sagen. Wichtig ist halt, dass ihr die Länge der Drähte irgendwie richtig sozusagen zurechtschneidet und ihr könnt so langsam herunterarbeiten, bis ihr so die Länge habt, die ihr haben wollt. Das ist im Prinzip das A und O. Also ich sehe schon zu, dass die relativ nah beieinander stehen mit so einem ganz kleinen mini bisschen Freiraum. Das ist jetzt auch nur die erste Klebemethode, die zweite folgt später. Okay, das Teil wird langsam größer. Und zwar so groß, dass ich es schon auf den Fußboden stellen kann, um in gebückter Haltung dran weiterzuarbeiten. Und da das Teil langsam so hoch wird, dass es mit der Stabilität etwas hapert, werden wir nun zur zweiten Festigungsmethode greifen. Und zwar nehmen wir uns eines der Beinchen,
beziehungsweise letzten Endes mehrere, aber in diesem Fall eines, welches wir nicht gebraucht haben. Und ja, schmelzen das mit der Heißluftpistole, bis es wirklich schön matschig wird. Und dann kleben wir das einfach zwischen die Gelenke, und zwar mit Schmackes, mit irgendwas, was, mit einem Eisenstück, wie auch immer. Hauptsache dazwischen. Ich werde dann auf jeden Fall zwischen die Lücken noch ein bisschen mit Sekundenkleber arbeiten, obwohl ich das hier schon mit dem geschmolzenen Polystyrol verfestige. Sicher ist sicher. Das ergibt dann zwar meistens so weiße Fleckchen, die kriegen wir mal mit ein bisschen Lackspray hinterher, mit ein bisschen transparenten Lackspray wieder weg. Da ich hier meinen Rücken auch schon gerade machen kann, sind wir so gut wie fertig. Jetzt fehlt hier nur noch das letzte Glied, und da machen wir auch ja sozusagen die Mikrofonhalterungen dran, die ich mir jetzt ausgedacht habe. Hierfür nehmen wir unser letztes Segment und die Endstücke zweier Füßler, die wir nicht mehr gebraucht haben. Dann ja, tun wir das Segment sozusagen in seine Ursprungsform der Suppenkelle zurück für etwas mehr Halt, sag ich mal. Dann versuchen wir alle drei Sachen sozusagen an den Stellen, wo sie aufeinander sollen, heiß zu füllen. Das könnte manchmal ein bisschen tricky sein. Hier so diese Handschuhe sind auf jeden Fall dabei hilfreich. Sobald wir das geschafft haben, dass alle drei Enden, also sozusagen der Unterteil des Segments und ja die unteren Flächen dieser Füßlerenden wirklich heiß genug sind, können wir die aufeinander morphen. Sobald das dann abgekühlt ist, schnappen wir uns unser Wunschmikrofon, was hinterher drin halten soll. Dann füllen wir sozusagen unser Teil nochmal heiß, unser Plastikteil. Allerdings konzentrieren wir uns eher auf die Fühler, bis die weich und wackelig werden. Ist das der Fall, pressen wir unser Mikrofon in die Mitte und umarmen das Mikrofon mit den Fühlern, die jetzt sozusagen heiß geworden sind. Halten das Ganze ein bisschen so, bis es abgekühlt ist, und wir haben unsere Mikrofonhalterung. Dann noch Füßchen links, rechts und oben sozusagen die Endfüßchen reingequetscht, und das Ganze kann auf das bestehende Konstrukt drauf als Endstück. Dann, wie schon gesagt, einmal mit High Glass Klarlack einmal komplett übersprühen, da mache ich jetzt mal kein Filmchen von. Und fertig ist mein 1000-Füßler Mikrofonständer. Da kriege ich einen Nein. Die Füßler sind allesamt beweglich. Das Teil an sich ist, hat eine gewisse Federung durch die Befestigung, ist aber stabil. Jo, dann sage ich auf diesem Wege doch schon mal danke fürs Zuschauen. Das war auf jeden Fall ein kleines Mammutprojekt, das hätte ich auch so nicht erwartet. Das nächste wird auf jeden Fall ein bisschen kleiner, aber nicht minder cool. Wir machen uns einen kleinen Cthulhu. Und zwar aus Covid-Tests und vielleicht auch einem Kleiderbügel. Ja, bis nächstes Mal. Tschüss.